Bonjour und herzlich willkommen zum 7. Tag meiner Rhone-Reise. Wetter ist wieder super heute. Der blaue Himmel ist schon sehr früh da. Keine Wolke ist am Himmel zu sehen. Es wird wieder ein warmer Tag. Ja, hier der Campingplatz Le Soleil Fruité, der war vom Feinsten. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Wäre ich auf so einer Langzeitreise über mehrere Wochen oder sogar Monate, wie manche, die ich hier getroffen habe, hier würde ich auf jeden Fall mal 2-3 Tage Pause machen. Das würde ich mir gönnen. Toll gewesen hier. Gut, jetzt heißt es wieder Abschied nehmen. Mein Zeug muss zusammengepackt werden. Das nimmt wieder einige Zeit in Anspruch, wie jeden Morgen. Und dann geht es aufs Rad Richtung Montélimar. Das sind wieder so ungefähr 80 Kilometer heute. Das reicht auch. Dann bin ich am Nachmittag da. Ich glaube, der Campingplatz dort ist wieder von der etwas einfacheren Kategorie. Aber gut, man kann ja nicht nur im Luxus leben. Also kann man schon, aber ist meistens nun mal nicht so. Start in den Tag haben mir meine Wohnmobil-Nachbarn 2 Schokolädchen gereicht. Das gibt schon mal Kraft für den ersten Weg zur Boulangerie. Und ich bin wieder auf der Via Rhône. Nächste große Stadt ist Valence. In 4,5 Kilometern. Jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote. Il serait mort du genre de neuf ou quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un
Ja, man trifft sich immer wieder auf der Tour. Bonjour, ça va? Ja, et vous? Très bien. J'ai dormi sur un camping avant Valence. Oui. Le soleil fruité. Oui. Très bien. 4 étoiles avec une grande piscine, grand bar. Royal. Royal, royal, oui. Je sais pas si je vais pas prendre un train pour aller directement à Toulon pour prendre mon bateau pour aller en Corse. Ah, à Corse, ouais. Oui. Je vais peut-être gagner du temps, j'ai les 2 jours sous la pluie, j'ai pas envie de les faire. Mm-hmm. Donc je vais directement prendre le bateau. Ok. Voilà, pour lundi. Parfait. Ok, monsieur. See you soon. See you soon. Again. Again. Have fun. Bon courage. Merci. D'accord. Au revoir. Au revoir. À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéran. Bonjour. Bonjour. À qui sourit la vie. Ein bisschen habe ich mich jetzt im Windschatten mitnehmen lassen. Aber jetzt muss ich sie doch ziehen lassen, die Dame mit ihrem E-Bike. Es ist echt die Härte hier mit dem Gegenwind. Meine Güte. Auf dem Kirschweg. Ja, das lässt ja hoffen, dass ich gleich noch mal ein paar Kirschbäumen vorbeikomme. Darauf hätte ich jetzt Lust. Es ist so anstrengend. Tut mir leid, wenn ich hier so rumheule, aber Mann. Das ist ja, als ob man den Brenner hochfahren würde.
Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Rien ne s'oppose à la nuit. 100% Bio. Die sind nämlich nicht von einer Plantage, sondern aus einem Garten hier, von einem verlassenen Haus. Da dachte ich, da kann ich mich ja mal bedienen. Auf jeden Fall zeigt es sich immer gut, wenn man eine Tupperdose dabei hat. Oh, Trinkpause. Scheiße, der hat zu. 15 Uhr wieder. Später, was jetzt? Merci. Merci. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Der Wind hört nicht auf. Ach, eine verdammte Schinderei heute hier. Und es sind noch 25 Kilometer. Ach, bin mich auch froh, wenn ich es geschafft habe. Und noch ein Atomkraftwerk. Und ich frage mich, was muss wohl passiert sein, wenn diese Sirenen da losheulen? Gruselige Vorstellung. Sans doute un jour de chance qui guérit le ciel
Ich bin kurz vor Rochemaure. Da hinten liegt es. Und ja, da oben auf dem Berg eine alte Burg. Jetzt wäre natürlich ein Zoom schön. Aber habe ich leider nicht. Ja, gleich geht es dann über die Rhone nach Montélimar. Da drehe ich mal so eine kleine Schleife, dass ich mal einen kurzen Eindruck von dem Ort bekomme. Dann gehe ich einkaufen und dann gehe ich auf den Campingplatz. Nichts für Leute mit Höhenangst. Sieht irgendwie ein bisschen geschlossen und untergekommen aus. Après la piscine. Après la piscine, voilà, c'est ça. Vous passez là, vous tournez à droite et après la piscine. D'accord, merci. Où est la piscine? Ah, voilà. Ja, ist ja auch ganz nett hier. Ist ja auch ganz nett hier. Kleines Schwimmbecken, da hopse ich gleich rein nach dem Zeltaufbau. Aber jetzt erstmal, oh, was Kühles. Oh. 11 Euro ein paar Kapotte kostet der Spaß hier. Naja, ist ja ganz okay. Wenn man aber bedenkt, dass das auch nur 3 Euro weniger sind als gestern auf diesem Superplatz. Wie gesagt, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich finde irgendwie die Preise, wenn man mit dem Rad und Zelt unterwegs ist, die sind manchmal irgendwie gewürfelt. Ja, jetzt sitze ich schön hier. Irgendwie komme ich nicht mehr in Tritt, weil ich irgendwie tierisch fertig bin. Aber ich gehe gleich auf jeden Fall nochmal ins Schwimmbad. Aber noch nicht jetzt. Jetzt warte ich noch ein bisschen ab. Dann wollen wir uns mal schön was zu essen machen. Komischerweise fällt mir gerade auf, der Wind ist fast komplett eingeschlafen, ne? Dieser Windhorror von heute hat ein Ende. Man sieht es an den Bäumen, viel bewegt sich nicht mehr. Ja. So, gut, zu essen. Da der Tag richtig anstrengend war und heiß war, habe ich jetzt auch keine große Lust mehr, hier was warm zu brutzeln, und so viel Hunger habe ich auch nicht. Deswegen habe ich mir hier so ein paar schöne Tomaten geholt. Dann habe ich noch ein bisschen Brot übrig vom Mittagessen. Habe hier so einen, ein Thunfischrillett habe ich mir geholt. Da kann man das Brot mit beschmieren. Und dann habe ich hier noch, so eine kleine Zusatzsache. Zeige ich gleich. Ja, jetzt mache ich mir erstmal einen kleinen Tomatensalat und dann sehen wir mal weiter. Musik.
Nun, das Meer kommt näher und nicht nur die Mediterranität nimmt zu, auch die Maritimität. Und deswegen gibt es heute diese kleinen Freunde hier. Mmh. Krevetten. Die waren gerade im Angebot im Leclerc und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ach, da freue ich mich jetzt drauf. Das, die mit einem schönen Tomatensalat. Mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein. Tja, das war er jetzt, der siebte Tag der Tour. Ein anstrengender Tag mit hohen Temperaturen und vor allen Dingen viel Gegenwind. Das war echt kräftezehrend heute. Ja, aber nett war, dass ich den Pierre in Valence nochmal wieder getroffen habe. Das war ja echt ein Zufall. Das fand ich total klasse. Naja, der wollte heute einen Ruhetag machen und dann demnächst, ich glaube, übermorgen oder so auf die Fähre Richtung Korsika gehen. Ja, hier bin ich jetzt in Montélimar angekommen. Ein schöner Platz hier an dem See, wenn man genug Autan mit dabei hat. Habe ich zum Glück. Ich bin voll eingenebelt. Die Mücken machen einen großen Bogen um mich. Ja, ansonsten ist der Platz hier, naja. Also es gab zwar einen super netten Empfang an der Bar und er hat gleich erzählt, dass er in Hannover auf der Expo 2000 gearbeitet hat. Alles schön und gut, aber der Platz ist schon unheimlich heruntergekommen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier vielleicht noch sieht. Hier war irgendwie wohl mal, ja, wie so eine Art Strandbad, Freibad. Aber das ist alles, alles so ein bisschen alt und schrottig und genauso ist der Rest der Anlage auch. Man könnte was draus machen, vielleicht fehlt das Geld. Gut, Corona hat dir seine Spuren hinterlassen. Obwohl, nee, das kann es eigentlich nicht sein, die muss es schon länger so aussehen. Sowas bringt mich natürlich nicht aus der Fassung. Ich habe ja immer mein eigenes Bett und mein eigenes Haus dabei. Ne? So, jetzt werde ich da oben wahrscheinlich noch einen kleinen Absacker an der Bar trinken und dann werde ich gleich auch den Weg ins Bett finden. Ja, dann sage ich mal, macht es gut und bis morgen zum achten Tag.